Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder im Account vom guten alten Viper. Ja, vielen lieben Dank an der Stelle, dass er uns wieder für dieses Videothema seinen Account zur Verfügung gestellt hat, denn ich möchte heute auf ein Thema aufmerksam machen, was aus meiner Wahrnehmung her sehr wichtig ist, dass man das Ganze mal beleuchtet und ja, das kommt daher, das rührt daher durch die vergangenen Videos, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Nebenbei lassen wir mal hier seinen besten Try, ist das glaube ich hier gegen Zeus laufen im Hintergrund. Und zwar geht es darum, dass wir in letzter Zeit hier auf YouTube und auf dem Kanal hier auch viel, sag ich mal, pilzintensive Videos rausgehauen haben, beziehungsweise haben wir Projekte wie zum Beispiel die von Turor begleitet und begleiten die halt immer noch, der halt auf der Jagd ist, der beste Assassine beziehungsweise der stärkste Assassine der Welt zu werden und halt dort enorme Unsummen an Geld in das Spiel halt reinpumpt und ja, das Ganze möchte ich nicht, dass das irgendwie euch in irgendeiner Art und Weise ansatzmäßig dazu animiert, das Gleiche zu tun und auch so viele Pilze in das Spiel zu stecken. So, ne? Das ist unglaublich und dafür ist Viper eigentlich so das beste Beispiel, dass es halt auch eben anders geht, als dass man für dieses Spiel halt hunderttausende Euro zahlen muss. So, ne? Ich möchte da auch kein falsches Licht irgendwie auf diese ganze Thematik raufwerfen. Deswegen möchte ich da so diesen direkten Kontrast. Alter, was? Boah, alter Viper, Junge. Das dauert ja aber nicht mehr lange hier. Holy shit, ey, krass, ey. Boah, 14 Millionen, heftig. Ja, also ich möchte das ganze Thema mal beleuchten, dass man halt eben nicht Unsummen ins Spiel stecken muss, um halt eben trotzdem weit oben mitzuspielen. Ja, das ist eigentlich so die Kernaussage dieses Videos und Viper ist dafür das Paradebeispiel. So, ne? Es geht halt auch anders, ihr seht es ja anhand von Turor als Beispiel. Es gibt aber halt auch den direkten Kontrast und das ist halt eben der Viper, der halt über jahrelange Konstanz auf seinem Server mit diesem Account halt es eben auch geschafft hat, pilzsparend ganz, ganz weit oben zu stehen hier. Ihr seht es, er ist momentan auf Platz 5. Ich glaube, das ist für ihn sogar relativ niedrig. Er steht, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter oben. Ansonsten von den Basispunkten her ist er halt eben auch einer der Spieler, die die Nase ganz, 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 ganz weit vorne haben. Und dazu muss man nicht was weiß ich, wie viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Euros ins Spiel stecken, um halt eben das zu erreichen, was er erreicht hat hier, ne? Und das will ich euch heute auf jeden Fall mal mit auf den Weg geben, so ein bisschen. Klar, ich möchte es natürlich auch nicht schönreden. Wenn man weit oben mitspielen will, vor allen Dingen auf neuen Servern, muss man halt eben auch heutzutage bereit sein, eben auch sehr viele Pilze in die Hand zu nehmen. Vor allen Dingen zu Serverstarts ist es halt eben so, dass halt eben sehr, sehr viel reingepilzt wird und die Leute erstmal einen extrem krassen Vorteil haben gegen Leute, die halt eben nicht sehr viel Geld in das Spiel so hier rein investieren. Das ist auch gut und schön und ich will euch aber mit auf den Weg geben, dass ihr euch davon auf jeden Fall nicht irgendwie abschrecken lassen sollt, denn die Leute, die am Anfang halt so viel reinpayen, die sind halt eben meistens ausdauermäßig nicht so krass am Start wie die meisten auf dem Server. So, ne? Klar, die Kombination aus Ausdauer und Hard Pay to Win ist natürlich dann nochmal eine andere Sache, aber wie gesagt, es geht halt eben auch anders so, ne? Und lasst euch da von diesen ganzen Berserker nicht abschrecken, die an Tag 2 irgendwie, cooles Profilbild gewesen gerade hier, die an Tag 2 irgendwie Stufe 220 werden oder so, ne? Das relativiert sich nachher alles und dieser Abstand zwischen Pay-to-Win und Free-to-Play, sag ich mal, der ist am Anfang von einem Serverstart ziemlich hoch. Ich erkläre es immer so an so einer Schere, die so weit auseinander geht am Anfang, ne? Dass halt eben die Free-to-Play-Spieler ganz weit unten bleiben und erstmal gar nicht vorankommen und die Pay-to-Win-Berserker, die schießen in die Höhe so, die machen Level ohne Ende, aber irgendwann kommt dann dieser Zeitpunkt, wo dann halt die schon so weit nach oben gepusht sind, die machen dann halt eben nicht mehr so viel Erfahrung und ihr macht halt eben auf niedrigerer Stufe logischerweise noch mehr Erfahrung, so, weil ab 393 man ja weniger Erfahrung macht pro Level und dann passiert es halt eben wieder,
sehr, sehr spät im Spiel, aber es passiert halt, dass eben diese Kurve, die so auseinandergeht, sich irgendwann oben wieder zusammen so ein bisschen zusammentrifft. So, wenn man jetzt, ja, das ist auch, ich komme so dumm vor, ne? Wenn man jetzt Pay-to-Win-Spieler vergleicht gegen Free-to-Play-Spieler, die sehr krasse Ausdauer haben und trotzdem immer weiter spielen, so, ne? Dann kommen die Free-to-Play-Spieler natürlich nie so ran, ne? Die sind dann immer ein bisschen weiter unten. Also die halt Geld bezahlen, die sind halt logischerweise immer ein bisschen weiter vorne dran. Aber es ist halt eben auch oft der Fall, dass halt eben Leute aufhören, dass sie oder dass sie nicht mehr so hart reinpilzen oder ihre Sachen runterschrauben und so, ne? Und ja. Da ist auf jeden Fall dann eure Time to Shine so, dass ihr das Ganze über die Ausdauer wettmacht sozusagen. Ne? Und jeder Top-Spieler, jeder krasse Pilzer, jeder, der ja schon seit 13 Jahren dieses Game zockt, der wird euch sagen, egal wie viel Geld ihr in das Spiel reinsteckt, am Ende des Tages zählt halt wirklich nur die Ausdauer und die Konstanz, dass ihr halt über Jahre, Jahrzehnte teilweise am Ball bleibt und das ja, könnt ihr mit Geld sozusagen nicht aufwiegen. Ihr könnt euch auch ja, für Geld halt eben Gold und Skillpunkte kaufen, aber ihr könnt nicht die Erfahrung euch kaufen, die ihr über diese Jahre halt eben gemacht habt. Und das ist halt eben auch dieser ganz, ganz große Vorteil und halt eben auch ja, sehr beachtlich, dass halt jemand so wie Viper, und ich werde euch gleich mal die Pilze zeigen, die hier der Viper auf dem Account bisher ausgegeben hat. Es ist beachtlich, mit so einer Summe so viele über so viele Jahre zu spielen und trotzdem so weit oben in der Ehrenhalle zu stehen. Und das ist halt eben das allerbeste Beispiel dafür, dass man halt wirklich nicht sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. So, ne? Das ist eigentlich so diese Botschaft, die ich jetzt in diesem Video euch mitnehmen, euch mitteilen möchte, so mit auf den Weg geben möchte, so, dass es dahingehend ja halt eben das Wichtigste ist, halt sehr aktiv lange am Start zu sein. Ne? So, und der Viper, wenn mich nicht alles täuscht, spielt der Viper hier seit Anfang an dieses Spiel und das ist ja jetzt schon 13 Jahre alt, so, ne? Und ich denke mal, 13 Jahre wird bald auch der Account hier alt sein, so. Da muss man natürlich dann immer die Summe sehen, die man über diese Zeit investiert hat, ne? Also, wenn ich euch jetzt diese Summe zeigen werde, dann werdet ihr erstmal sagen, wow, ja gut, das ist ja schon ganz schön viel irgendwo. Aber wenn man das auf die Jahre runterrechnet, ist es eigentlich null und nichtig so, ne? Diese Summe geben Leute am ersten, am zweiten, am dritten Tag aus von einem neuen Serverstart heutzutage. Und das müsst ihr euch mal im Verhältnis setzen. So, wenn man das Ganze jetzt mal eingibt hier, ne? Mushrooms paid. Dieser Befehl zeigt euch an, wie viele Pilze ihr bisher gekauft habt mit eurem Account. So, und ihr könnt gerne mal schätzen, was dabei rumkommt. Wie gesagt, dieser Account ist jetzt knapp 13 Jahre alt. Und wir gucken einfach mal drauf und wir sehen, aha, der Viper hat hier auf dem Account knapp 45.000 Pilze aufgeladen. Dankeschön, dass du auch hier an der Stelle ja, das Ganze mitteilen möchtest du, aber es ist ja halt auch eben für eine gute Botschaft, sag ich mal so, für ein gutes Beispiel, mit einem guten Beispiel vorangehen so. Und wenn man das jetzt auf 13 Jahre, also so sind es erstmal, wenn man es jetzt so runterrechnet, sind es jetzt circa 1500 Euro. Er hatte mir gesagt gehabt, dass man nicht mit 3600 Pilzen rechnen sollte, sondern mit 3000 Pilze, weil es halt oftmals eben diese Sonderpakete sind, die halt eben ohne Angebot sind. Und ja, das wohl früher auch gar nicht so üblich gewesen ist oder wie er mir geschrieben hatte. Also er ist halt eben davon ausgegangen, dass durch halt eben diesen Großteil dieser Sonderpakete eben die Pilze mit 3000 anstatt mit 3,6 berechnet werden sollen. Und dann kommen wir hier auf eine Summe von 1500. Wenn man mit 3600 rechnen wollen würde, dann ist es sogar noch weniger. Dann sind es vielleicht so 1000, 2000, 300 Euro, ne? Aber der Betrag hier mit, ja, auf 1500 Euro ist mit 3000 Pilzen berechnet und er hatte auch geschrieben gehabt, das kommt so ungefähr hin. So, wenn man sich das jetzt auf die Jahre runterbricht, dann bezahlt er hier pro Jahr für Shakes and Fidget vielleicht ein bisschen mehr als 100 Euro. Ja, so 110, 115 Euro vielleicht pro Jahr, die er bezahlt hier für Shakes and Fidget. Und ihr dürft nicht vergessen, das ist ein 624er Account ja, mit fast, ich weiß nicht, wo er momentan auf der Liste steht, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall in den Top 5, wenn nicht sogar Top 3 der höchsten Base Stats im ganzen Spiel überhaupt, ja.
Und steht hier momentan gerade in der internationalen auf Platz 5, was für ihn, wie gesagt, relativ unlucky ist, weil ich ihn sonst immer weiter oben sehe, immer noch. Und hier sich so eine Position zu sichern mit ja, knapp über 100 € pro Jahr für Shakes und Fidget, das ist den meisten heutzutage wahrscheinlich ein Rätsel, so, ne? Und deswegen war mir das halt auch so wichtig, eben das beste Beispiel hier Viper zu zeigen, für halt eben eine pilzsparende Route, für die er sich entschieden hatte, und trotzdem halt eben so weit hier oben mitzuspielen mit den besten Spielern der Welt. Und das ist halt eben das, ja, was halt so krass ist. Was wir nochmal machen können, ist nochmal einen anderen Befehl eingeben. Und zwar ist das Mushrooms Free. Ja, da jetzt bitte nicht wundern, da kommt eine deutlich andere Summe rum, als ihr wahrscheinlich ja gedacht hättet. Und zwar sind es ja 222.000 circa an Pilzen, die er hier for free bekommen hat. Das muss man auch mal so sehen. Das ist natürlich auch einiges, und diese Pilze stecken natürlich auch in dem Account drinne. So, und darüber hat sich der Account natürlich auch so gut getragen über die Zeit, ne? Trotzdem ändert das nichts daran, dass er von selbst ja circa 1.500 € in das Spiel gesteckt hat und sich den Rest halt eben for free ergrindet hat. Früher darf man nicht vergessen, das wissen viele vielleicht heutzutage auch gar nicht mehr, dass man halt eben auch für Flimmerkisten und sowas alles Pilze bekommen hat. So habe ich mich auf meinen Main halt auch lange Zeit for free finanziert, ne? Bis ich dann halt irgendwann angefangen habe reinzupayen. Gut, jetzt bin ich gesponsert, jetzt paye ich auch nicht mehr rein, großartig so, ne? Ab und zu mal noch zum Leche-Event vielleicht, aber ansonsten auch eher weniger. Aber vorher habe ich auch nicht viel reingepayt. So, ich habe in meinem Account jetzt ein bisschen über 1.000 € vielleicht hier drin, ne? Also das ist so ungefähr identisch mit Viper, vielleicht ja auch so 1.005. Ich weiß nicht ganz genau mehr so. Das ist auf jeden Fall so das Ding. Und ja, deswegen kommt hier auch so eine absurd hohe Summe zum Tragen halt, ne? Weil halt eben auch viel halt mit Angeboten oder mit ja, Flimmerkisten etc. pp. Halt auch eben zusammengekommen ist über die Jahre. Ne? Das darf man halt eben auch nicht vergessen. Aber effektiv stecken hier halt in so einem top gespielten Account halt eben nur 1.500 € so. Ne? Und ja, wenn man jetzt das Ganze mal als Kontrast sieht zu Turo, der jetzt halt eben, was waren das, 720, 750 Runs oder so gemacht hatte im letzten Legi Dungeon, dann steckt da alleine schon deutlich mehr Geld drinne innerhalb von den paar Tagen, als Viper hier in 13 Jahren ausgegeben hat für den Account. Ne? Und ja, das ist, denke ich mal, ein ganz gutes Schlusswort, ne, zu dem ganzen Thema hier. Ja, ich bedanke mich wie immer bei Viper, dass er hier ja, sein Account hier nochmal mit uns so ein bisschen geteilt hat. Ihr seht hier auch, er ist Lucky Coin-mäßig auch gut am Start. Also dahingehend sichert er sich hier auch gut ab, dass er halt eben ja so wenig wie möglich Geld ins Spiel investieren muss, so, ne? Ja, hat jetzt seine Goldgrube hier auf 98, also halt auch kein einziges Mal irgendwo irgendwas geskippt. Ne, Edelstein mir schon auf 100. Okay, das ist krass. Ja, ach so, ja, stimmt, er hatte erst die Edelsteinmine ausgebaut, bevor er die Schatzkammer ausgebaut hatte, ja. Ja, so einer war das. Und ja, das war es soweit zu dem Video. Er hat hier, wie ihr sehen könnt, halt auch fast even Stats, ne? Die sind halt fast 50-50, ne? Also es gilt halt immer so, dass 50-50 ist. Und ja, das ist auch, wie gesagt, als Krieger das Beste, was wir machen können, so großartig, ne? Okay, ja, ich bin gespannt, Viper, wann du hier den Zeus besiegst. Es ist bald soweit. Ihr seht halt auch eben an den Legendary Dungeon Einträgen, dass er halt eben da nicht viel drauf gegeben hat, so, ne? Also es ist halt wahrscheinlich die Free Tries so mitgenommen, vielleicht so ein, zwei extra Runs, aber das ist ja mehr Free to Play gespielt hier als ja, als auf meinem Free to Play Account. Ne? Also da stecken auf jeden Fall auch minimal wenig Pilze drinne. Ja. Und trotzdem ist er halt eben so weit oben. Ja, das schon sehr beachtlich. Alles klar, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch da vielleicht so ein kleines Beispiel dran nehmen, dass ihr halt doch eben über die Zeit einiges gut machen könnt. Es kommt nicht darauf an, wie viel Pilze ihr in das Game steckt. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr halt eben euren Daily Stuff macht, der halt eben ja relativ günstig ist. So, man kann das Spiel günstig effektiv spielen.
Ja, das sage ich auch immer wieder. Die günstigste Variante ist halt einfach 320 Alu zu spielen mit einem 50er Mount. Das ist das Wichtigste. Viel mehr braucht ihr nicht. Glücksrad ist schon Luxus, ja. Wenn man gut dazugehören will, sollte man das Glücksrad auch in Kauf nehmen. Das ist auch ein wichtiger Faktor, den man sich nicht durch die Lappen gehen lassen sollte, ne? Aber ab da an wird es dann schon, das ist schon halt eben ein Faktor, der halt eben deutlich teurer ist als halt eben dieses normale 320 Alu 50er Mount, ne? Wenn ihr das alleine durchzieht, dann seid ihr schon richtig, richtig gut unterwegs, wenn ihr das halt über Jahre macht. So, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall die Kernessenz des Games. Alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Vielen lieben Dank und schöne Grüße an Viper an der Stelle. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Thank you.